Zum Kotzen. Hier sind so gute Monstren. Was gibt's denn jetzt? Ich frage mich, ob der Typ sich hier fragt, warum ich gefühlt jeden Tag spät abends mir Pizzabrötchen hole. Naja, keine... Ah, fuck. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass die kämpfen will. Naja, der wird sich halt genau das Gleiche denken, oder? Dass du süchtig bist. Wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger. Ob's denn nicht juckt, kann gut sein. Och, dieses Riolu-Junge, habe ich jetzt aber gar keinen Bock drauf. Jetzt habe ich nicht mal Items. Ugh. Ich gehe mal in den. Der zieht's mich einfach. Was ist das denn? Wieso macht er so viel Damage? Hä? Wieso macht er so viel? Wir Horn attacken. Ah, Blaze Kick, okay. Killt mich actually mal nicht. Cool. Okay, der will jetzt also wieder Blaze kicken, I guess. Ist leider ein Problem, weil ich habe keinen Switch hin. Ich glaube, ich muss einfach einen Second und hoffen, dass ich überhaupt was lebe. Boah, leider nimmt er mein ganzes Team ziemlich gut hops, to be honest. Was kannst denn du? Oh, gar nichts, cool. Ich habe niemanden, der in den Zets rein switchen kann. Das heißt, wir haben ein Problem. Ja, ganz ehrlich, ich habe eh noch Nidorina. Also, sorry Nidorino, du bist irgendwie useless. Ciao. Er hatte seinen Auftritt. Oh, Poison Point. Oh, unglaublich. Willst du mich verarschen? Also, jetzt ein Berry Juice. Okay, Orenberry nur. Ja, to be honest, ist das der einzige ohne Zets-Schwäche. Das heißt, er muss tatsächlich, ja. Er muss tatsächlich was machen und er muss flailen. Bum, 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 bum. Wir leben immer einen Hit. Das ist so gestört, Alter. Ich hätte vielleicht Rock tumpen sollen. Nein, die Beere knallt mich selbst weg. Oh no. Ja, es bringt halt nichts. Wir stacken noch einen. In der besten Hoffnung, mit Intimidate einzuleben. Ah ne, ist ja Inner Focus. Gut, damit haben wir unser Mon geworfen. Schön. Bum, 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 bum. Warum kann der Zets, Alter? Es ist so gestört. Du bekommst ja auch kein Ghost. Du bekommst ja nichts bis hierhin. Ja, schön, schade. Dafür stirbt er jetzt am Poison. Das ist doch schön. Jawohl. Damit haben wir ein sehr gutes Mon weggeworfen. Ja, jetzt hätte ich mal... Ah, Grand Bull wäre jetzt übrigens ziemlich gut gewesen. Schicken wir mal den rein. Ich hoffe, der hat nicht nur Fighting Mons. Das war irgendwie nicht so gut für uns, to be honest. Erstmal Fake Outen. Damage ist fine. Payback? Ja. Ich glaube, wir wollen den. Mit Payback ist es sogar in Ordnung, weil wir langsamer sind als der. Das heißt, wir sollten gar nicht so wenig Damage machen, oder? Uiuiuiui, Scooter da, Damage. Scooter da, Marsch. Gut, also der ist geschenkt gewesen. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Da kommen wieder Iron Barbs. Und Payback killt. Ja, Steve hat den Run nicht gerettet, to be honest. Oh, Mugbees. Ah, die hat nur Babymons. Ja, okay. Gut, dann gehen wir in den. Ich warte auf den ersten Grass-Move, der gleich kommen wird. Oder am Burn. Ah. Wir Rock-Tumpen. Brick-Break. Ja, okay. Leben wir zum Glück. Und hoffentlich... Sind wir auf minus 1 dann schnell leer. Never mind, wir killen einfach. Das können wir natürlich auch machen. Das ist gar kein Problem. Hat die noch ein Togepi oder sowas? Ein Bonschli. Gegen den wären wir sogar gut, wenn wir einen Wassermove hätten. Der könnte ein Fighting Move kommen, right? Da gibt's nur leider ein kleines Problem. Ich habe nur noch Fighting Weak Mons. Ich scout mal. EQ, das hört man doch gern. Da habe ich sogar einen Switch hin. Mehr oder weniger.
zum Glück kein Stab EQ, ne? Er macht doch zu viel. Ich habe das Gefühl, Leech Seed ist besser als Bullet Seed, weil wir da zumindest das HP zurückbekommen. Wir können aber auch einfach missen. Das geht natürlich auch. Droppen wir jetzt einfach? Oh ja, dann wäre wahrscheinlich Bullet Seed doch besser gewesen, to be honest. Sehr cool. Können aber einfach missen. Gut, dann auf Wiedersehen, Kirby. Ja, ja, das wäre... Also, okay, mit zwei Bullet Seeds hätten wir zumindest noch eine Chance gehabt, den zu killen. Nevermind, nicht so. Ich glaube, wir droppen an dem. Ich habe zwar nur Monster, die schneller sind, aber... Boah, Leech Seed wäre cool gewesen, bin ich ehrlich. Steve wird nichts machen. Ich meine, der ist eh useless, komm. Stecken wir den nächstes auch noch rein. Backbiten wir den. Weil vielleicht klaut er eine Beere. Jawohl. At least. Wird er nichts bringen, so. Tschüss. Ist ein Problem. Bin ehrlich, ist ein Problem. Müssen wir in den gehen. Fake outen. Leider haben wir nur noch EQ-schwache Mons. Das ist ein Stressfaktor. Bin ich ehrlich, ist ein Stressfaktor. Dann sparken wir in der Hoffnung, dass wir killen. Brrrt. Tun wir leider nicht. Oh, Para! Schade. Damit ist das nächste Mon tot. Unglücklich, sage ich da nur. Und... Bowser Junior killt zumindest den noch. Und dann schauen wir, ob das der Run war oder nicht. Wir biten den. Tschüss. Und was ist das letzte Mon? Das ist ein Stressfaktor, bin ich ehrlich. Das ist ein Stressfaktor. Ich glaube, der Play ist, zu headbutten und zu flinchen. Versuchen, so viel wie möglich zu flinchen. Der hat nix. Der hat nix. Dann Rocktumpen, wie es macht mehr Damage. Oh, es macht viel mehr Damage. Aber der Safe irgendeine Beere. Nein! Er hat nur Slam. Oh, 16! Warum macht es so viel? Okay, wir tweeten sowieso nur. Wir gehen für Flinch. Ja! Jawohl! Wir kommen raus! Wir kommen aus dem Fight raus! Hui! Hui, hui, hui! Ach du Scheiße! Ja, Bowser Jr. hat gelebt. Immerhin einer. Jetzt haben wir halt keine 6 Mons mehr, aber egal. Geiler Dreadnought Sprite, by the way. Ja, nein, das sind nur scheiß Blumen. Aber ich sollte Encounter bekommen. Jawohl. Sehr gut. Wichtig. Wichtig. Was bekommen wir hier? Sonnenstein. Ja, nicht so wichtig. Okay, da ist auch irgendwas. Was wollen die denn? Okay, keine Ahnung. Hier kommst du auf jeden Fall anscheinend nicht weiter. Encounter? Oh, der ist ja mega scheiße. Wir haben unseren Grass-Type und unseren Bug-Type gerade verloren. Also rege ich mich mal nicht zu sehr auf. Es ist schon in Ordnung. Aber irgendwie ist der schon mega trash. Der war gefühlt gescriptet, so knapp war der. Das Problem ist, wenn ich was scripten wollen würde, dann würde ich es nicht so machen, dass ich erstmal 5 Mons verliere. Held. To be honest, das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Gefällt mir. Guter Call. Ein Berry Juice. Unglaublich. Knallst den mal nach vorne und den hier. I don't know, man. Und dann, keine Ahnung. The lake got bigger, so a bridge was built. Okay. The bridge isn't ready yet. It has to be tested for safety. Wie? Ich musste hier auch noch nicht hin? Das heißt, ich komme... Okay, das heißt, man macht das alles nur für... Wieso kommt der nicht raus? Achso. Man macht das also alles nur für... den Encounter hier. I see. Worth ist das jetzt nicht wirklich. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Wie kommen wir hier weiter? In dem Game. Kannst den sich ja auch noch bekämpfen, aber dann wipe ich wahrscheinlich. So, jetzt wird es halt Zeit, das herauszufinden. Jetzt warte mal kurz, lasst mir kurz die Zeit. Lasst mir kurz die Zeit. Ich werde sicher irgendwie eine Möglichkeit finden.
Muss mal lernen, wie man die selber macht. Die kosten mehr als eine Nikotinsucht. Bist du dir sicher, Bro? Ich glaube nämlich nicht. Ah! Da ist es! Ich hab's gefunden. Okay. Es gibt sogar ein Portable PC, Junge. Ja, geil. Was ist das? Was? Teach Move. Badge Count. Stone Badge. Ui, das ist ja cool. Okay. Das ist geil. Utility. Okay, ich habe das ganze Zeug noch nicht gefunden, Alter. Also ich weiß nicht, wie viel eine Nikotinsucht kostet, aber bei Pizzabrötchen bin ich mir sicher. Ja, du, das verstehe ich. Kannst sogar den Battle Speed einstellen, das ist ja cool. Time, kannst du auch einstellen. Ah, Repel. Da gibt's den Repel. Oh mein Gott. Ha! Und dann gibt's den Poke Rider. Der hätte ich eben... Was? Mirage Town. Wild? Terra Island. Geht noch nicht. Schade. Stella Island geht auch noch nicht, schade. Was mit Mirage Town geht auch nicht, schade. Gut, ab nach Duford. Jetzt kommen wir hin. Was mit dem? You need a second badge to use Dust Clubs for teleportation. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Duford. Und es war sehr viel umsonst, das ich gemacht habe. Auf jeden Fall bekommen wir hier einen Mon. Ah ne, ich habe den Repair Line jetzt drin. Oh, Timber! Wir haben eh unseren Fighting-Type verloren. Das ist gut. Ja, wir haben jetzt eigentlich wieder einen bekommen. Aber egal, Timber ist gut. Man lernt. Der Poke Rider lässt sich also über die L-Taste betätigen. Und ist ziemlich nützlich. Scheiße. Ja, man muss ein bisschen was lernen, ne? Wenn man so ein Game blind spielt, muss man erstmal versuchen. So, wie haben wir den eigentlich immer genannt? Passt schon. Ryu. Okay, nice. Punching Glove. Geil. Geil, geil, geil. Die Mucke ist geil. Die ist so entspannend. Oh, du kannst dir sogar noch einen Mon fangen. Route 107. Wollen wir einen Wassermon oder wollen wir was anderes? Ich glaube, wir wollen keinen Wassermon, weil wir zwei Stück haben. Right, right. Du kannst hier theoretisch einen Wassermon fangen oder... Oder... Jetzt sicher gleich eins. Ist das nicht mega scheiße? Ich meine, der entwickelt sich, glaube ich, zu Farigiraf. Also von dem her könnte der ganz okay sein. Girafarigiraf Level 5. Ja, kann mir vorstellen, dass der eigentlich ganz cool sein kann. Ja, mal schauen, so ein Psychic-Type, Normal-Type ist schon ganz cool. Was ist denn das jetzt für einer? Ich glaube, ich hatte Lukas noch nicht. Und falls doch, müssen wir es ändern. Aber es geht schnell. Aber das geht schnell. Okay, cool. Ja, Girafarik. Ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Ah, ich kann mir aussuchen, was ich haben will. Ah, wow, mein Perlu ist gestorben. Danke, Bro. Ui, okay, cool. Trailblaze, irgendjemand? Der da... Oder der da. Ansonsten Flame Charge. Will keiner. Was ist mit Pounce? Ich glaube, Pounce ist actually cool, oder? 50er und ist lowered speed. Hat aber schon Struggle Bug. Warte, wie war das nochmal mit meinem Mons? Was andere Chilling Water. Kann das irgendjemand lernen? Wow. Jetzt warte. Können wir die Moves nochmal relearnen oder wie ist das? Ne, können wir nicht. Zumindest nicht einfach so. Eine Hard Scale. Cool. Okay, hier müssen wir aber angeln. Dann war es eine richtige Entscheidung, das vorher nicht getan zu haben. Super Rod, let's go. Kommen wir noch einen Water-Type, was sollen wir machen?
Der ist cool. Der ist legit cool. Der ist richtig gut. Hä, hey, der ist mega geil. The fuck? Der ist ja auch voll geil für die Fighting Arena, die jetzt kommt. Die ist ja insane. Also der ist ja insane. So, wer ist das? Gibt es irgendeinen langsamen Charakter? Ja, irgendwie vom Rundheitsgrad her würde es schon gehen. Aber mir kommt vor, es gäbe Besseres. Aber naja, gehen wir mal in die Höhle. Schauen wir, wie weit wir da drin kommen. Granite Cave. Ah ja, hier haben wir gleich einen Eisressel. Okay, let's go. Stark. Okay, was bekommen wir hier? Ein Sneasel. Okay. Ist auch nicht so schlecht. Nein, du machst morgen nicht blau, Bro. Das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Ich mach's auch nicht. Das machen wir nicht. Sneasel. Boah, ganz ehrlich, weißt du, wer da passt, finde ich? Wolf. Nee, nicht wie Schwertkämpfer. Ich finde Wolf hier gut. Der gefällt mir. Nee, das war jetzt wieder genau das Falsche. Ja, hatte ich auch mal einen guten Riecher, ne? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Also, lass einfach hier gehen. Nee, es bringt wieder nichts. Dann lass uns... Amena! Der wäre auch cool gewesen. Bin ich ehrlich. Hier gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl... ...dass ich hier nichts machen kann. Doch. Kurz komplett einen Enger gehabt. Das heißt, wir machen den und den. Da wir jetzt auch was gefangen haben, machen wir den Repel an. Hier sollten wir was bekommen. Ein Ice Stone. Wäre auch cool. Ach so. Ist nur für einen Ice Stone. Und für einen Counter. Na gut, okay. Wenn es nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Ja gut, also to be honest, ich glaube, wir werden nicht lange durchhalten. Aber mal schauen. Spätestens beim Arena-Leiter droppe ich, glaube ich, eh. Wobei, bei Roxanne bin ich nicht gedroppt. Die habe ich schon zweimal gemacht. Einmal sogar blind. Mhm. Na, ich sehe halt gar nichts, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass die Trainer eh gemacht werden müssen. Ja, da ist er. Da brennen drei Mons. Wieso fangen wir mit Gelade an? Wieso ist das das erste Mon, das ich hier überhaupt sehe? Wir sind schneller. Okay. Stopp. Was ist das für ein Abfuck, Alter? Gelade ist einfach das erste Mon in der Arena. Cool. Tschüss. Stark, einfach nur stark. Ah ja, es geht weiter mit Poliwrath, zum Glück. Zum Glück ist das ja um einiges chilliger. Lukas, mein Main-MVP. Ich weiß auf jeden Fall, dass du viele damit abgefuckt hast, ja. Nicer Crit, Kapi. Wir Razor leaven. Dass der Ice Beam kann, wundert mich jetzt nicht. Der ist also special. Nicht sterben, Bro. Chill ein bisschen. Mal jetzt wenigstens auch überhaupt Damage, bitte. Ja, ich glaube, du hast Lukas ja schon oft gespielt. Wow, das war ja gar nichts. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass du mit dem uns immer abgefuckt hast. Mit dieser Schlange vor allem.
Ich glaube, die war immer am nervigsten. Macht echt viel. Wir Zen Headbutton. Oh, Hypnose. Ha, gemisst. Macht actually Damage. Das ist ja krass. Einfach nochmal. Schade. Diesmal kommt sie durch. Boah, ich war so jung damals. Es dürfte schon ein paar Jahre her sein, so. Da warst du keine Ahnung. Da warst du, glaube ich, 16 oder 15 oder sowas. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass du ordentlich 13 oder 14, heftig. Oh, nur ein Sleep Turn, geil. Auf jeden Fall kann ich mich gut daran erinnern, dass du mit der Schlange ordentlich abgefuckt hast. Junge, was sind das hier einfach nur für Mons? Wir leben doch sicher einen Hit, oder? Tun wir. Boah, zum Glück kann sein Headbutt hier nicht missen. Guter Damage. Actually. Leftovers. Gut, da wird jetzt Payback kommen. Gehe ich also in meinen eigenen Fighting Type. Ich glaube, ich muss damals so nervig gewesen sein, wie habt ihr das ausgehalten? Ich muss sagen, also ich war, glaube ich, derjenige, der es nie so richtig schlimm fand. Digga, chill. Ich glaube, ich fand es echt nie so wirklich krass schlimm. Da gab es andere, die das schlimmer gefunden haben als ich. Revenge ist leider echt chillig stressig. Oh, wir machen halt keinen Damage, Alter. Gar keinen. Oh. Okay, der macht uns 30. Und wir poisonen den irgendwie auch nicht, Alter. Oh, der Crit hat, hilft, glaube ich, insofern, dass der nächste killt. Okay, nevermind. Poison Point regelt den Rest. Boah, der Typ ist nervig. Gut, bevor wir jetzt riskieren, dass der irgendeine komische Prio hat, gehen wir in unser volles Mon. Wow. Das war ein Random Move, huh? Das war jetzt fast unglücklich. Auf Wiedersehen. Nerviges Scheißviech. So, wie ist denn das jetzt? Kann ich jetzt hier Pokéball? Was ist jetzt passiert? Geil, alle voll. Das ist cool. Das sehe ich gerne. So, Orenberry. Jeder. Hab nicht erwartet, dass ich den ersten Fight überlebe. To be honest. Gehen wir einfach wieder mit Girafarig rein, würde ich sagen. Und dann mal sehen, was hier passiert. Timbur! Das sollte gar nicht das größte Problem sein, oder? Ja, Machpunch. Sieht er, dass der einfach tot ist? Oder weswegen drückt er das? Der sieht, dass er einfach tot ist. Ja, deswegen geht er für Machpunch. Passt. Warum ist der Mon ein Mon ausgegraut? Achso, der ist schon geburnt. Cool. Okay. Warum auch nicht? Moin, Galfonso. Was geht ab? Der lebt. Gut, dann wird er jetzt leider... Ah ja, der... Okay, mit Guts. Ja, ich glaube, ich bin tot. Ja, schade. Schade. Er droppt nicht mal. Schade. Sage ich da nur. Schade. Geh mal in den. Ja, blöd. Blöd, sag ich da.
Der ist einfach schon geboren, weißt du, was ist das? Alter, er gönnt komplett und abonniert einfach mit Prime. Vielen Dank, Alfonso, für dein Abonnement auf diesem Kanal. Ich hoffe, dass es dir auch weiterhin gut gefallen wird. Ja, danke dir. Danke dir fürs Abo. Chill. Kommt eh. Ah, Psycho-Card, okay. Der Crit macht so viel. Ja, ich sehe Winde denn jetzt. Ah ja, P-Jab. Oh Mann, ich. Ah ja. Das weiß ich halt nicht, das war der war auf Minus, der drückt hier das. Ja, das ist eigentlich ziemlich horrible, ne? Ich habe nicht wirklich irgendwas, das ich in den jetzt reinwerfen kann. Ah, ist immer noch schneller. Unglücklich, sage ich da. Boom. Oh, guter Damage. Okay, folgendermaßen, wir können das regeln. Auf dem P-Jab, der jetzt kommt, gehen wir in den. Der könnte sich jetzt sogar noch Poison Point anfangen. Oder nicht, aber Horn Attack sollte reichen. Bulletto Punch. Boom. Tschüss. Gut. Der ist dead. Kapfu. Könnte sein, dass der uns jetzt sweept. Wenn der hier schon anfängt zu esteen. Mann, dem ja nix. Wir müssen drinbleiben und reingehen. Bitte nicht. Oh mein Gott, er lebt. Aber wir flinchen so safe. Ich sag's. Nee, wir flinchen hier nicht. Ah. So, warte, drückt er nochmal Ironhead oder Random Move? Ich hab sowieso keine Ironhead switchen. Na gut. Dann sack ich wohl ein, ha? Huh? Ja, ich würde den ungern sacken. Ist mein einziger Poison-Type. Der scheint mir irgendwie more useless. Ah ja, Air Relays. Na gut, okay, tschüss. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, Air Relays ist einfach random. Ja, da bin ich ehrlich, da glaube ich, habe ich nichts. Ich glaube, der sweept mich jetzt. Ich glaube, der sweept mich jetzt. Bumm. Wahrscheinlich killt es einfach. Es killt nicht mal. Was für ein Macher. Problem ist nur, wir haben kein Switching. Bumm. Und das killt nicht. Natürlich nicht. Warum soll das auch? Wir können drauf hoffen, dass der jetzt irgendwas anderes... Ach, keine Ahnung, Mann, Bro, ganz ehrlich. Wir können hoffen, dass der was anderes als Air Relays drückt. Oder? Ich weiß nur noch nicht, was ich mit dieser Information anfange, wenn ich ehrlich bin. Protect ist es, glaube ich, nicht. Wir können hoffen, schneller zu sein. Ja, sind wir aber nicht, wenn wir ein langsames Stück Scheiße sind. Schade. Ja, haben wir überhaupt eine Chance? Ich glaube, der ist schneller gewesen, oder? Oder? Ich glaube irgendwie nicht. Nee, war er nicht. Poison? Dann sind wir hier tot. Es war schön. Schade, dass der letzte plötzlich Setup auspackt. Aber kann man nichts machen. Ab dem nächsten Run wird gepreppt. Also wird mit Doc und allem gespielt. Wir haben es eh weit geschafft, Blind. Diesmal sogar zweite Arena. Gilt es? Ja. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, unglücklich. Ja, unglücklich. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es war unglücklich. Und damit ist der Run vorbei. Und damit auch der Stream, denn ich wollte den Run zu Ende bringen. Ich dachte eh nicht, dass ich so weit komme. Ich meine, ich glaube, to be honest, dass ich weitergekommen wäre, wenn ich diese dreckigen Double Battles nicht schon wieder gemacht hätte. Das nächste Mal mache ich die nicht. Drei Encounter dafür, dass ich basically mal alles verliere, ist es nicht wert. Ja, dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal spiele ich erstens mit Dokumentation, also quasi nicht mehr blind. Und auf einer neuen Version, weil es gibt eine neue Version.
Deswegen danke ich fürs Zuschauen und danke auch nochmal für den Sub. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen und bis bald, Rian.